Grüß euch, ich bin die Bertel Alex und ich nehme euch heute mit zu einem Morgen-Yoga direkt vorm Brevasee. Ihr seht es schon hinter mir, die Kulisse. Das ist einfach das, was das Yoga, das generell schon sehr besonders ist, nochmal besonderer macht. Man kann noch tiefer entspannen, loslassen, sie fallen lassen und einfach wieder zu sich selber zurückkommen. Das, was auch das Yoga eigentlich bedeutet, wieder eins werden, zurückkommen, Körper, Geist und Seele in Einklang bringen. Und wenn wir das Yoga nicht am Brewa machen, dann sind wir meistens im Kapuzinerpark, wenn das Wetter natürlich passt, oder ansonsten auch im Yogaraum im Bushido. Willkommen ist beim Yoga bei mir jeder, also von jung bis alt, von Mann oder Frau, ganz egal. Darf jeder dabei sein, ist jeder willkommen. Und auch private Gruppen nehme ich ganz gern an. Also ich habe auch ein paar private Gruppen, mit denen ich Yoga mache. Das ist dann unabhängig vom Raum. Also man kann auch selber seinen Raum stellen und man kann auch gern ein Privat-Yoga oder Familien-Yoga bei mir buchen. Und bevor wir zu viel drum herum reden, probieren wir einfach mal eine Yoga-Übung aus, die man auch gut in den Alltag daheim einbauen kann. Wir verlagern dazu das Gewicht auf unser linkes Bein und bringen den rechten Fuß uns entweder eine Stütze zu geben zum Knöchel, zum Unterschenkel oder zum Oberschenkel. Und für die Profis unter uns, ihr könnt ja gern den Fuß nach vorne legen auf euren Oberschenkel oder eben am Oberschenkel abstützen und dann die Hände vors Herz bringen oder nach oben bringen. Und um das Gleichgewicht besser zu halten, gern einfach einen Punkt am Boden fixieren oder auf der Mauer, auf der Wand fixieren. Und um die Übung in den Alltag einzubauen, kann man die gerne auch beim Zähneputzen machen, beim Kochen machen oder auch beim Fensterputzen.